Hi, hier ist wieder Chris und ja, ich lebe noch. Ja, heute möchte ich euch eine kurze Info darüber geben, wie weit ich es mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung hier auf YouTube bisher gebracht habe. Und ich weiß, der ein oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, existiert der Typ überhaupt noch oder was mit dem los? Weil ich hier so gut wie nichts mehr oder gar nichts hochgeladen habe und sehr selten Kommentare beantwortet habe. Aber den Grund dafür will ich euch heute mal aufzeigen. Und zwar ist das für mich selbst ja immer noch unglaublich. Also es ist fantastisch, Wahnsinn und ich bin natürlich stolz wie Bolle, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und zwar das, was ihr auf dem Thumbnail da gesehen habt, das ist jetzt kein Clickbait, sondern das ist wirklich das, was passiert ist, natürlich über die letzten Jahre hinweg. Und zwar mein jetziger Hauptkanal und ein Auszug, seht ihr gerade davon, C4D4U, der ist enorm gewachsen. Insgesamt jetzt 1,5 Millionen Abonnenten und pro Monat etwa 78 Millionen Aufrufe, also zumindest jetzt diesen Monat, also innerhalb von den letzten 28 Tagen. Und das schwankt natürlich immer so ein bisschen, aber insgesamt, das müsst ihr euch mal reinziehen, also ich zeige das mal ganz kurz, ich kann es immer selber noch nicht glauben, das ist eine Wahnsinnszahl. Und zwar seit Erstellung sind das jetzt 2,1 Milliarden Aufrufe. Also ich habe noch nicht mal gelogen, dem Thumbnail. Und ihr seht, das hat sich natürlich langsam entwickelt. Das hat sich jetzt langsam entwickelt. Hier sind natürlich ein paar Videos mehr hinzugekommen. Ich glaube, so richtig gezählt, das hier mit dem, was ihr hier unten seht, das fehlt hier vorne natürlich, weil sonst hätte ich ja gar keine Videos erstellt. Aber ist wirklich Wahnsinn, wie sich das jetzt entwickelt hat. Und jetzt muss man sich mal reinziehen. 2 Milliarden, das sind 2000 Millionen. Ja, das hört sich krass an, aber ich bin auch, wie gesagt, selber von dem jetzt fasziniert. Also nicht von mir, sondern von der Sache an sich, dass man halt wirklich die Möglichkeit hier bei YouTube bekommen hat, überhaupt so erfolgreich zu sein. Klar könnt ihr das natürlich selber nochmal überprüfen auf dem Kanal. Das kann ja hier auch ein Bild sein, was ich selber gemalt habe. Wie auch immer, gibt es ja viele coole Möglichkeiten mit Photoshop oder anderen Programmen. Und wenn ihr schon mal dabei seid und natürlich auch auf dem Kanal rumschaut, schaut euch natürlich auch eine Menge Videos von mir an. Ich wäre sehr, sehr froh darüber. Ich freue mich immer über Aufrufe, wie ihr seht. Und das Krasse oder Interessante ist ja eigentlich, und deswegen ist das Video hier auch auf diesem Kanal gelandet. Und zwar habe ich hier am 18. März 2012, also ich muss mir das aufschreiben. Ich merke mir das sowas natürlich nicht. Das kommt jetzt nicht aus meinem Kopf, sondern steht hier alles in so einem Texteditor. Und am, wie gesagt, am 18. März 2012 habe ich dann mein erstes Tutorial über Cinema 4D erstellt. Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein Auszug davon könnt ihr euch jetzt mal angucken. Und wie gesagt, ich habe dann angefangen mit den Tutorials für Cinema 4D, aber dann hat sich mein Repertoire natürlich ein bisschen ausgebreitet. Also besser gesagt erweitert. Und dann kamen Videos über After Effects oder Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und so dazu. Und natürlich habe ich auch mal Unboxing-Videos versucht, aber ja gut, ist voll in die Hose gegangen. War natürlich nicht so der Knaller. Aber die anderen Tutorials, die über Tabellenkalkulation gehandelt haben, die sind hier auch relativ gut angekommen. Also gerade Grundlagen der Tabellenkalkulation und so weiter. Damals hatte ich auch absolut keinen Plan von Analytics, also das, was man hier alles im Prinzip sich reinziehen kann für Informationen, ist wirklich Wahnsinn. Also die Möglichkeiten sind sehr heavy. Ist jetzt hier auch nur so ein kleiner Auszug, also da gibt es noch richtig viel. Und damals habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Aber was ich gemerkt habe und relativ schnell, ist, dass es unheimlich schwierig ist, mit so vielen unterschiedlichen Themen ja alle glücklich zu machen. Abonnenten, die sich zum Beispiel für Tabellenkalkulationen interessiert haben, wollten natürlich keine Videos von Tutorials zu 3D-Animationen sehen und umgekehrt genauso. Also was natürlich passiert, also die Konsequenz ist einfach, viele Abonnenten meldeten sich dann ab, sobald neue, ja ich sag mal, thematisch unpassende Videos hochgeladen worden sind. Das ist mir natürlich auch klar, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Damals wusste ich aber, dass es ja so nicht weitergehen kann. Ich kann ja nicht immer alles gemischt so hochladen. Das, wie gesagt, das habe ich ja hier mit diesem Kanal hier im Prinzip ja ganz am Anfang gemacht, weil ich hatte keinen Plan und ich habe einfach nur just for fun halt Tutorials gemacht. Bis dann natürlich dann auch die ersten Einnahmen kamen, also Werbeeinblendungen und so weiter. Es ging ja früher alles noch ein bisschen einfacher wie jetzt. Jetzt haben sich ja die Richtlinien, ja, die sind schon härter geworden. Also es ist nicht mehr so leicht, da in diesen Bereich zu kommen, aber man schafft es. Also wenn man sich wirklich dran hält, dann ist das noch zu schaffen. Auf jeden Fall, wie gesagt, war mir klar, hier kann ich nicht alles hochladen. Das funktioniert so nicht. Und deswegen habe ich dann am 19.12.2014, also wieder von diesem Texteditor abgelesen, also am 19.12.2014 habe ich dann den Kanal gegründet, C4D4U, also C4D4U. Das heißt eigentlich ausgeschrieben Cinema 4D for you, also für dich. Und ein bisschen später, also wirklich viel später, kam dann am 13. Dezember 2015
2018 der Kanal Top Tutorials Office. Also wenn ihr hier zum Beispiel auf dem Kanal viel seht über Tabellenkalkulation, ich habe auf dem Kanal Top Tutorials Office immer noch über 600 Tutorials über alle möglichen Programme hinweg, also von Excel, Word oder LibreOffice Calc, OpenOffice Calc und so weiter. Also es sind wirklich eine ganze Menge Programme. Da habe ich allerdings dann auch wieder den Fehler gemacht, dass ich viele Programme benutzt habe und jetzt muss ich auch überlegen, das hier nochmal irgendwie separat aufzubauen, also wirklich dann für ein Programm einen einzigen Kanal. Aber klar, das ist natürlich dann erstmal wieder ein bisschen schwierig am Anfang. Auf jeden Fall habe ich dann bei C4D4U angefangen, wieder Tutorials zu machen, weil das wollte ich halt trennen und separat machen und habe dann halt ja die ersten Tutorials hochgeladen. Insgesamt waren das, ich müsste lügen, ich habe vorhin zweimal kurz durchgezählt, ich glaube 36 Tutorials oder so habe ich gemacht und dann dachte ich mir, naja, ich habe jetzt eigentlich mal Lust, eine Animation zu machen, eine kleine. Habe mich aber ehrlich gesagt gar nicht getraut. Also eigentlich dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt eine Animation mache, dann habe ich ja wieder das Problem, dann mache ich ja wieder was, was die Leute vielleicht gar nicht sehen wollen. Die wollen ja vielleicht ein Tutorial sehen und keine Animation. Also habe ich das Video dann hochgeladen, diese Animation. Ich zeige euch auch gleich den Ausschnitt davon. Habe ich es hochgeladen, ist erstmal nichts passiert. Ja, dann habe ich weiter Tutorials gemacht. Also weiter Tutorials. Und dann, ich weiß nicht, etwa, ich glaube sogar nach 3 Monaten gab es dann einen richtigen Peak. Also für mich, für meine Verhältnisse, damals vielleicht immer ein paar 100 Aufrufe am Tag gehabt, wenn überhaupt. Und dann ging es auf einmal in die 10.000 Aufrufe pro Tag. Und da dachte ich, boah, was ist denn da passiert? Also musste dann erstmal schauen, woher das kommt und habe mich auch ehrlich gesagt richtig erschrocken. Und dann habe ich gesehen, dass genau diese eine Animation voll eingeschlagen hat. Also irgendwie ist es im Bereich gewandert wahrscheinlich, wo sich das dann schnell, ja, wo das Video geteilt wurde oder sonst was. Ich war auf jeden Fall hin und weg und wusste natürlich genau ab diesem Moment, in welche Richtung das gehen wird. Also wie gesagt, erst Tutorials gemacht, ja, eine ganze Weile, dann dieses Video hochgeladen, nichts passiert, dann wieder, ich sag wirklich, ein paar Monate später gab es dann diesen Peak, ja, und dann habe ich wirklich gewusst, was meine nächsten Videos werden. Klar, ich wollte ja weiterhin so eine Videos machen, habe natürlich habe immer noch nicht so viel Ahnung gehabt, auch nicht von Analytics. Jetzt hat sich erst wirklich mit der Zeit alles so ergeben. Und gerade Punkt Zuschauerbindung ist ja da auch immer sehr, sehr wichtig. Also nicht nur, aber da sieht man dann schon mal, ob die Leute gleich abspringen, wenn sie sich ein Video angucken. Du siehst an welcher Stelle die abspringen und so weiter. Das ist wirklich Wahnsinn, was man sich da alles reinziehen kann für Informationen, die aber auch wirklich wichtig sind. Ja, und dann habe ich natürlich da weitergemacht und weiter Animation und noch mehr Animation und noch mehr Animation. Also ist eigentlich immer so eine Mischung zwischen Animation und Simulation. Und das hat mir natürlich auch wahnsinnig Spaß gemacht und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Da war es natürlich auch schon so, dass ich bei diesem Chris R. Videos Kanal hier ja schon fast gar nichts mehr gemacht habe. Ich glaube, ich habe irgendwann mal zwischendurch nochmal ein Video hochgeladen mit meinen Lieblingsbildern, weil ich überhaupt irgendwas hochladen wollte. Aber letztendlich, das war ja auch teilweise so, dass die Sachen schon ausgereizt waren. Also in dem Sinne, dass ich schon fast in allen Bereichen da diese Tutorials gemacht habe. Also die Grundlagen und so weiter, die waren komplett abgedeckt nach meiner Meinung. Und dann war es ja auch schwer, sich da so neue Ideen da zu holen, um da jetzt weiterzumachen. Also habe ich das dann erstmal sein gelassen und habe dann mich erstmal hauptsächlich auf C4D4U konzentriert, habe dann aber auch ja Tutorials Office ausgebaut. Also wie gesagt, ich habe da jetzt ungefähr 620 oder 30 Videos, also 600, ich denke mal 630 Videos sind das ungefähr, über alle Themen. Also das habe ich dann wirklich auch über die Jahre dann gemacht, habe den Kanal dann aber auch wieder vernachlässigt, weil wie gesagt, das ist auch nicht so einfach. Also wenn man das alles, ich mache das ja immer noch alles komplett alleine. Also wirklich egal, was das angeht hier von den Thumbnails, von den Videos, Videoschneiden und so weiter, die Animation, das Ganze, naja, rendern ist ja nun nicht, machen ja die Computer, aber ja, es ist halt ein Ein-Mann-Job hier. Und wenn ich das alles weiter betrieben hätte auf jeden Kanal mit gleicher Intensität wie früher, dann wäre ich wahrscheinlich längst kaputt. Also kann man nicht machen. Und deswegen konnte ich auch gar keine Fragen mehr beantworten. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich glaube, dafür habe ich auch mal ein Video, ein Entschuldigungsvideo gemacht, wo ich gesagt habe, ich schaffe es
einfach nicht mehr die Kommentare zu beantworten. Weil ich sag mal jetzt auf dem C4D4U-Kanal hier mit den Animationen, ja, dann sagen die cooles Video oder sonst irgendwas, da muss man nicht so eine Fragen beantworten. Bei Top Torrents Office ist aber so, und das ist wirklich so, ich glaube, das habe ich auch damals angesprochen, da hast du eine Frage noch nicht mal beantwortet, da kommt die nächste Frage von der gleichen Person und teilweise ja viel komplexer, also teilweise Fragen, wo man selber erstmal gucken muss, was mit Tabellenkalkulation zu tun hat und so weiter, und die stellen da Fragen, normalerweise müsste man dafür bezahlt werden. Ohne Witz, weil das sind schon Sachen, da arbeitest du ja schon fast für diese Leute. Ja. Und damit habe ich dann auch aufgehört, habe mich dann halt nur noch bedankt bei Leuten, die dann halt irgendwie auch geschrieben haben auf dem Kanal halt Top Torrents Office, ja, cooles Video oder sonst was, also gibt man halt ein Like und bedankt sich. Aber alles, was mit Fragen zu tun hatte, konnte ich nicht mehr beantworten. Sonst hätte ich auch gar keine Animation und so weiter mehr machen können. Also es wäre viel zu hart, viel zu heavy gewesen. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann halt, wie gesagt, mit den Animationen immer weiter durchgeschlagen. Das ist dann halt wirklich immer besser geworden. Da waren einige Videos bei, die wirklich viral, würde ich noch nicht mal unbedingt sagen, aber die kommen dann in so einem Bereich teilweise leider auch, sage ich mal, in den Kids-Channel. Und da ist ja natürlich so, dass man dann auch kaum Geld verdient. Also hat man auch sehr hohe Aufrufzahlen. Aber ja, weil die Werbung halt auch nicht personalisiert sein darf und so weiter, sind die Einnahmen natürlich auch extrem begrenzt. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie man kommt ja wirklich, ohne Witz, man kommt durch die Community voran. Weil die schreiben halt Kommentare, sagen, was denen gefällt, sagen, was nicht gefällt oder was die lieber sehen wollen und so weiter. Und dann geben die ja schon irgendwo so ein bisschen den Weg vor. Geben einem aber auch Tipps und Tricks an die Hand. Kann mich noch echt daran erinnern, wo jemand, bei den ersten Videos war das noch, wo jemand geschrieben hat, ja, warum benutzt du denn keine Texturen? Das würde ja besser aussehen. Und ich wusste damals gar nicht, was der meint. Musste dann auch erstmal nachschauen und habe dann erstmal gelernt, wie das Ganze da funktioniert, da mit Diffuse und Metallic Channel und so weiter. Also gibt es wirklich richtig viel Bump Channel. Und ich wusste, am Anfang steht man erstmal da wie blöd. Na, dann fängt man halt ganz langsam an und arbeitet sich da immer mehr ein. Aber irgendwann, also ich bin nicht der, ich sag ganz ehrlich, ich bin bestimmt nicht der Hellste im Kopf. Also mir dauert das wirklich lange und ich muss mir die Sachen da wirklich reinprügeln. War aber schon immer so. Also das heißt, so einfach mal angucken und dann gleich begreifen, funktioniert bei mir nicht so. Ich muss da wirklich immer leider sehr viel für tun. Also auch sehr hartnäckig mich da selber mal weiterbilden oder trainieren. Und ja gut, dann fing ich dann an mit den ersten kleinen Texturen. Und man sieht dann auch den Unterschied. Ich versuche mal hier ein bisschen was einzublenden, wenn ich das nicht vergesse, wo man dann halt so die Unterschiede sieht von früher und wie das jetzt dann aussieht. Oder ich lasse ja jetzt auch mal eine Animation laufen. Aber da sieht man sehr, sehr gut den Unterschied und wie das auch insgesamt dann wirkt. Thank you.
Aber was ich auf jeden Fall nicht vergessen will, ist, ich bin ja mit dem jetzt erfolgreich geworden, was mir auch richtig Spaß macht. Und das ist wirklich auch sehr, sehr wichtig. Weil es gibt ja bestimmt viele Leute, die jetzt zum Beispiel jetzt so nach einem Thema suchen, sich überlegen, wie kann ich jetzt erfolgreich werden auf YouTube. Und wenn die nicht etwas nehmen, was denen auch wirklich Spaß macht, dann verlieren die auch relativ schnell die Lust. Oder stellt euch mal vor, euch macht etwas nicht so richtig Spaß, aber ihr glaubt, das könnte gut klappen. Und dann macht ihr produziert. Dann sind die Aufrufzahlen erstmal vielleicht gut. Und dann gehen die auf einmal in den Keller. Und dann gibt es auch bestimmt viele, die dann sagen, okay, ja, gar keinen Sinn, macht gar keine Laune und ich höre jetzt auf. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das macht, was einem wirklich Spaß macht, weil dann spielt es auch gar keine Rolle, ob man damit Geld verdient oder nicht. Man hätte das ja sowieso gemacht. Selbst wenn die Sachen vielleicht jetzt nicht monetarisiert werden, also dass man halt Geld für Werbeeinblendungen bekommt. Und genauso ist das ja zum Beispiel auf diesem Kanal hier gelaufen. Ich habe das ja gemacht, weil es mir halt Spaß gemacht hat und da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob man damit mal viel Geld verdient. Weil mir hat es schon immer Spaß gemacht, eigentlich auch Tutorials zu machen, also nicht nur die Animation, sondern damals auch diese Lernvideos oder Lehrvideos. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich auch damals, ich war in der Volkshochschule, aber irgendwie Kurse, habe ich den links und rechts noch ein bisschen mit unterstützt und so weiter, was mir einfach Laune gemacht hat. Und denen hat es auch gefallen, wie ich denen das erklärt habe. Und dann dachte ich mir, okay, fange ich damit auch bei YouTube mal an, mach das einfach mal. Aber damals stand nie irgendwie im Fokus, erfolgreich vielleicht schon, aber nicht in dem Sinne, wie das jetzt passiert ist, sondern eher so, dass man sagt, okay, oh super, ich habe 10.000 Abonnenten oder so. Und der andere Kanal hier, Top Torrels Office, der hat ja jetzt mittlerweile auch, glaube ich, knapp über 30.000. Ist natürlich nicht so viel, also zumindest nicht so viel wie dieser Kanal, aber auch so generell ist nicht so der Knaller. Aber das war für mich damals auch nicht so wichtig. Später dann eher schon. Also in dem Moment, wo man ja gewinnorientiert etwas macht, muss man ja leider auch ein Gewerbe anmelden. Das habe ich dann auch gemacht, nachdem ich dann gesehen habe, okay, jetzt verdiene ich ja bei Christian Videos ja schon ein bisschen Geld. Ich glaube, da habe ich dann auch schon relativ früh angefangen, ein Gewerbe anzumelden. Und das ist aber eher so nebenbei gelaufen. Ja, und jetzt ist natürlich momentan meine Haupteinnahmequelle, ich sag jetzt mal YouTube und Webseiten und sowas, was ich da mache. Und jetzt ist es natürlich schon irgendwo so, dass ich versuche dann halt mit den Videos auch Geld zu verdienen. Klar, das ist jetzt eigentlich mein Job seit einem halben Jahr. Eigentlich erst, weil vor einem halben Jahr hat das leider nicht geklappt mit meinem letzten Job. Die Firma hat zugemacht und vor einem halben Jahr knapp sind wir dann im Guten auseinandergegangen. Also ist wirklich so, also hat ja auch Spaß gemacht dort. Aber jetzt lebe ich halt von den Einnahmen hier auf YouTube. Und klar, jetzt sind natürlich die Sachen, jetzt muss man überlegen, was interessiert die Leute, aber was macht mir trotzdem noch weiterhin Spaß? Und ja, der Fokus liegt dann immer noch bei C4D4U, ist natürlich klar. Auf jeden Fall ist mir da natürlich dann auch relativ schnell bei den Kanälen, also Top Torrels Office ja auch, klar gewesen, dass man auch eben wirklich die Kanäle irgendwie analysieren muss. Man muss gucken, was interessiert die Leute, womit verdient man Geld? Das ist leider so, muss man ja dann irgendwann machen. Aber was gefällt den Leuten auch? Meistens ja identisch, das heißt, das, was den Leuten gefällt, wird oft angeklickt, damit verdient man natürlich ein bisschen mehr. Allerdings, wenn man dann immer noch versucht, alle Kanäle zu bedienen, und das versuche ich ja, aber es klappt auch nicht so mit Top Torrels Office und C4D4U, dann muss man natürlich dann überlegen, okay, jetzt nehme ich mir ein bisschen Zeit, dann vernachlässige ich wieder diesen Kanal und so weiter. Und das ist dann mal so ein Hin und Her und dann guckt man halt, was kommt an, was könnte die Leute interessieren. Man muss ja auch ein bisschen was machen. Nach den neuesten Richtlinien gibt es ja da so ein paar kleine Richtlinien, auch dieser Kanal. Und das, ich bin da wirklich absolut ehrlich. Eigentlich sollte dieses Video viel später kommen. Eigentlich hatte ich vor, dieses Video erst wahrscheinlich in 2-3 Monaten oder so zu machen. Eigentlich bin ich noch immer fokussiert auf auch einen neuen Kanal, den ich versuche aufzumachen. Das ist natürlich halt nicht so einfach. Man muss sich da ein bisschen drum kümmern. Deswegen sind auch bei C4D4U nicht so viele Videos jetzt in letzter Zeit hochgeladen worden. Auch wenn es jetzt auf dem Vorschaubild vielleicht so aussieht. Das sieht man ja hier an diesen kleinen Buttons hier, wo dann 9 plus, 6 plus und so weiter oder 6 eingetragen ist. Also das heißt, dann mehr als 9 Videos dort hochgeladen worden sind in dieser Zeit. Aber ihr seht ja hier auch seit Erstellung. Also wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe auf die letzten, 7 Tage jetzt hier, dann sieht man ja auch, dann sieht das Ganze so aus. Ja, auf jeden Fall war das geplant, das Video im Prinzip hier noch gar nicht hochzuladen. Erst, wo gesagt, eine gewisse Zeit später. Und das Problem ist, ich habe wirklich gestern, und das hat mich, die haben ja recht, aber hat mich trotzdem geärgert, weil der Kanal schon so alt ist und das ist halt mein Start. Und die haben mir halt gesagt, dass jetzt die Monetarisierung eingestellt wird. Und das fand ich natürlich sehr schade, weil da gibt es ja trotzdem noch einigermaßen Aufrufe. Also da kommt schon ein paar 100 € im Jahr zusammen. Ist jetzt nicht so der Knaller, aber das ist halt was. Und wenn die jetzt natürlich sagen, okay, die Monetarisierung wird eingestellt, hängt aber auch damit zusammen, ich glaube, ich habe jetzt keine
4000 Stunden Watchtime im Jahr mehr gehabt. Und ich sehe auch, dass viele Abonnenten sich natürlich abgemeldet haben und ich auch gar keine Videos hochgeladen habe. Und diese beiden Punkte, also eine Watchtime unter 4000 im Jahr, also 4000 Stunden im Jahr, und dann halt auch keine Videos hochgeladen zu haben seit über einem halben Jahr, ja, klar, dann sagen die irgendwann, jetzt ist es vorbei. Aber wie gesagt, ich finde das sehr, sehr schade und deswegen kam das Video jetzt ein bisschen vorzeitig. Ist vielleicht auch nicht so vollständig, wie das eigentlich sonst gewesen wäre, wenn ich das in 2-3 Monaten jetzt hochgeladen hätte. Aber ich denke mal, es war okay, das jetzt trotzdem auch zu machen und genug Informationen habt ihr jetzt bestimmt bekommen. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man selbst versucht, mit seinem Kanal halt voranzukommen, nicht sofort das Handtuch zu werfen. Also alles braucht seine Zeit. Ich sag ja, ich habe erst 30 Videos hochgeladen oder mehr, also 36 glaube ich waren das, hier auch auf C4D4U und habe dann eigentlich erst den Durchbruch gehabt. Bei anderen Kanälen, die ich jetzt gerade am Aufbauen bin, sind das schon über 50, 60 Videos, die ich hochgeladen habe, die ich persönlich eigentlich relativ gut finde, aber die kommen nicht an. Also ich komme einfach nicht über meine 4000 Abonnenten oder 5000 Abonnenten. Das ist unheimlich schwer, aber ich gebe es nicht auf. Also ich mache es trotzdem, weil es einerseits Spaß macht. Nur ihr dürft natürlich nicht vergessen, das sind keine Videos wie dieses hier. Das heißt, die Animation, die ich mache, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Bei fast allen Videos seht ihr die Renderzeiten von den Videos. Das heißt, die sind dann im Computer und müssen dann über viele, viele Stunden, manchmal über mehrere Tage gerendert werden und verbrauchen natürlich entsprechend Strom, die Bearbeitungszeit und, und. Also wenn ich nur ein Video jetzt aufnehme, so wie dieses hier, klar habe ich das vorbereitet mit so einem kleinen Skript hier, aber das ist natürlich nicht so aufwendig, außer das Schneiden nachher. Meine ganzen Verquatscher hier, die schneide ich natürlich raus oder auch diese, hört sich krass an, dieses Zwischenatmen, dieses... Ja, so schneide ich alles raus. Ich mag das nicht. Und das ist natürlich nochmal sehr viel filigrane Arbeit, sage ich jetzt einfach mal. Und ich bin jetzt zum Beispiel bei 28 Sekunden. 28 Sekunden wäre cool. 28 Minuten. Jetzt gerade. Davon wird so viel geschnitten. Und da waren so viele Pausen dabei. Auch wenn mein Nachbar den Kompressor anmacht, dann mache ich auch leise. Oder wiederhole das Ganze nochmal. Und ich denke mal, aus den jetzt fast schon bald 30 Minuten wird wahrscheinlich ein 6-Minuten-Video oder so. Also könnt ihr euch ja vorstellen, was ich jetzt zusammenschneide. Also, was auf jeden Fall wichtig ist, wenn ihr selbst sowas versucht aufzubauen. Bleibt am Ball, macht es, weil es euch vor allen Dingen Spaß macht. Selbst mit dem Gedanken, ihr würdet damit kein Geld verdienen, ihr würdet das dann trotzdem tun. Wenn ihr das nicht machen würdet, dann würde ich mir nochmal überlegen, ob es vielleicht das Richtige ist, weil ihr würdet das ja auf Dauer machen. Wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann wollt ihr das ja über viele Jahre teilweise machen. Da müsst ihr euch natürlich überlegen, ob euch das auf viele Jahre dann Spaß machen würde. Und vor allen Dingen ist ja wichtig, das, was Spaß macht, kommt ja auch bei dem Publikum da besser an. Meistens jedenfalls. Kommt auf einen, was man natürlich für eine Richtung einschlägt. Aber letztendlich, wenn es euch Spaß macht, geht ihr ja auch positiv aus dieser Sache raus. Natürlich guckt man dann immer, ja, gab es jetzt Klicks oder also haben die Leute sich das Video angeguckt, gibt es Likes oder Dislikes und so weiter und ärgert euch nicht. Selbst Dislikes oder wenn Leute deabonnieren, wollte ich auch noch kurz reinwerfen. Selbst wenn Leute deabonnieren, das habe ich zum Beispiel sehr, sehr häufig bei C4D4U. Es gibt viele Leute, die mögen jetzt eher so Tetris-Videos zum Beispiel oder sowas, also Softbody Tetris. Und dann gibt es aber Leute, die wollen zum Beispiel was ganz anderes gucken. Und ja, lade ich ein Video hoch, da habe ich das öfters mal, dass ich dann gucke, innerhalb von einer Woche haben sich 15 Leute abgemeldet, sich dann minus 15 bei Abonnenten. Ja, aber dann nach einem halben Jahr oder Jahr siehst du auf einmal, okay, sind es 500 oder 1000 Leute, die durch dieses Video halt dazugekommen sind. Ich nehme mal jetzt hier, das ist natürlich ein bisschen krass, das Beispiel, aber ich nehme mal jetzt dieses Video hier, das ist auch richtig abgegangen und zwar dieses Pac-Man-Video, das kam natürlich auch richtig gut an. Das hat jetzt zum Beispiel 3 Millionen Aufrufe innerhalb von, ihr seht ja, 7 Tage. Wenn ich das jetzt mal auf 28 Tage mache, dann seht ihr, ein bisschen tiefer vielleicht, genau hier, dann sind es 14 Millionen Aufrufe für dieses Video hier zum Beispiel, weil das halt mit das erfolgreichste Video war und das ist wirklich, also wenn man jetzt hier raufklickt zum Beispiel, dann seht ihr auch, wie viele Abonnenten dazugekommen sind seit der Veröffentlichung und jetzt sind wir zum Beispiel hier 25.400 Abonnenten und das Video ist noch gar nicht so lange draußen. War auch ein bisschen komplizierter zu erstellen, also ich habe da schon meine Zeit gebraucht, also wie gesagt, ich bin da nicht der Schnellste. Aber wie gesagt, wenn ihr versucht, so voranzukommen, so habe ich das auf jeden Fall gemacht, hört auf eure Zuschauer. Ja, guckt euch diese ganzen Sachen an, halt auch Klickrate und Verhältnis Likes und Dislikes und so weiter. Und wenn halt viele Dislikes kommen, ja, es gibt Leute, die geben Dislikes, weil, ich sag mal, du machst ein Spiel mit drin Rennen, mit 4 verschiedenen Farben. Das Video ist eigentlich cool, allen Leuten gefällt das, aber die falsche Farbe hat gewonnen. Also gibt es ein Dislike. Also überlegt euch, warum so ein Dislike kommt oder fragt einfach die Community, ob die nicht so nett sein können, anstelle von einem Dislike das lieber in die Kommentare zu schreiben. Und sagt dir natürlich auch, dass du denen nicht den Kopf abreißen wirst. Am Anfang, ich kann das noch aus der Geschichte, wo ich viel mit Fotografie zu tun hatte, am Anfang ärgert man sich über jeden
jeden, der etwas kritisiert oder, ich sag jetzt mal krass ausgedrückt, so hat man das Gefühl, klugscheißert. So, und später, nach einer gewissen Zeit, wenn man sein Level halt immer so ein bisschen verbessert, dann sieht man, dass diese Kritiken echt geholfen haben, weil dadurch hat man gelernt, hat überlegt, was meint er damit, wie kann man sein Foto oder Video in dem Falle dann verbessern und so weiter. Also das bringt auch eine ganze Menge. Aber wichtig ist immer, wie gesagt, so oder so, es muss selbst Spaß machen. So, das sollte es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Ist auf jeden Fall viel, viel länger, als ich erwartet habe. Ich bin jetzt schon bei über 22 Minuten gelandet. Ja, war gar nicht geplant. Ich dachte wirklich, so ein 10-Minuten-Video wird das nur. Und im Skript oder in der Vorbereitung war das auch relativ schnell und kurz zu sehen. Aber mit einem Video habe ich dann wieder angefangen, ein bisschen mehr zu quatschen. Na gut, so bin ich halt nun mal. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr selber mit eurem Kanal erfolgreich seid oder erfolgreich werden wollt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass mein Video dann besser gerankt wird oder im Ranking besser abschneidet, weil Interaktion stattfindet, sondern interessiert mich wirklich. Und wenn ihr wollt, schreibt mal dazu, ob ich ein Statement dazu abgeben soll. Und ich sage gleich, ich kann da sehr ehrlich sein. Was anderes würde euch auch gar nichts bringen. Also wenn ich nur das sagen würde, was ihr hören wollt, dann kommt ihr damit auch nicht weiter. Also ich wäre da schon sehr ehrlich in dem, was ich da sage. Ansonsten schreibt mal auch, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare, ob ihr mehr von meiner Vorgehensweise so hören wollt. Also wie ich das mit Analytics mache oder wie ich das mit den Videos mache, die Hochladezeit und ja, Menge meinetwegen. Also wenn ihr da mehr von hören wollt, schreibt es mal ruhig in die Kommentare und dann schaue ich mir das mal an. Und wenn ich dann merke, dass das Interesse sehr hoch ist, dann werde ich bestimmt das ein oder andere Video nochmal nachschieben. So, jetzt endgültig war es das aber. Ich hoffe, der ein oder andere konnte jetzt mit dem Video was anfangen. Ihr wisst, die Links sind unten alle in der Beschreibung, also einmal von den Kanälen und bestimmten einzelnen Videos, also das erste Video zum Beispiel. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch das mal angucken und schaut auf jeden Fall auch mal auf meine Kanäle. Abonniert das Ganze, würde mich natürlich freuen und wir sehen uns beim nächsten Video, egal auf welchen meiner Kanäle. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.